I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Die turbulenten Strömungen im Äthersturm sind heute besonders stark. Die Kometenpartikel vibrieren mit zusätzlicher Intensität. Plus 100% Splitter in dieser Woche gesammelt. Und damit sage ich Hallo Leute. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Darkest Dungeon. Wo wir uns heute höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Boss auseinandersetzen können. Denn verdammter Mist, noch eins, es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Das ist bitter. Das ist ein bisschen bitter. Okay, dann ist das heute eine Preparation-Folge. Dann machen wir heute eine Quest im Wald und eine Quest in den Meereshöhlen, um da die beiden Bosse freizuschalten, damit wir das dann beim nächsten Mal in Angriff nehmen können. Und das bedeutet... Wir nehmen heute eine Lamia mit. Und so ein paar von den anderen Charakteren, die gerne noch ein bisschen aufleveln können. So. Dann natürlich die üblichen Vorräte. Warum sollten wir schließlich darauf verzichten? Nimm dich vor der Pilzartillerie und ihrer Fähigkeit Beute markieren in Acht. Sie signalisiert ihren untoten Pilzbrüdern, wen sie vernichten sollen. Ja, das haben wir tatsächlich im Kampf inzwischen schon mehr oder weniger. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Realisiert. Erforschen Sie 90% aller Räume. Ja. Das kann ja wieder ein Weilchen dauern, ja? If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Mist, viel ist schnell, okay. Executed with impunity. Ach, die kann ja richtig heilen hier, wa? Die ist als Support ziemlich cool. Another abomination. Die Lamia, die kann Stress heilen und zwar gar nicht mal so schlecht. Und heilen, heilen kann sie auch, inklusive Gifttauch und Bluten. Das ist, das habe ich in der Vergangenheit wahrscheinlich schon mal entdeckt, aber es ist immer schön, sowas dann nochmal wieder neu zu entdecken. Und sich dann nochmal drüber zu freuen. Dass man da ja eigentlich einen relativ nützlichen Charakter anhört hat. Der Chris spielt Counter-Strike. Das freut mich natürlich für ihn. Da bräuchten wir Heilkräuter für, die haben wir nicht, also lassen wir es mal sein. Ich vermute mal, wer kann denn hier am besten... Niemand. Läuft ja. Niemand kann so wirklich mit Fallen umgehen. Ich bin eine tolle Truppe zusammengestellt. Nein, aber eigentlich machen die das ziemlich gut. Und eigentlich haben die tatsächlich auch kaum eine Chance gegen
unsere Leute hier. Decimated. Ich mag die Musketieren. Die hat auch was. Definitiv. The bigger the beast. Aber gegen den Kreuzfahrer kommt es natürlich nicht an. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Dann wird hier noch ein bisschen debufft. Und dann rennt er quasi ins offene Messer. Destroy them all. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Wir sollten vielleicht die Fackel mal ein bisschen anschmeißen. Also brauchen wir eigentlich nicht. Haben von einem Darkrun hier nichts zu befürchten. Aber so aus Prinzip. Ich meine, dafür haben wir es ja mitgenommen. Das hätten wir sonst auch sparen können. Und auf der anderen Seite eigentlich kann ich sie mir auch sparen. Ah, Hunde. Schön. Freut mich. Another one falls. Back to the pit. Seize this momentum. Push on to the task. Viecher, die können mich mal. Ich hasse diese tollwütigen Hunde. Die verbreiten nämlich sehr gerne Erkrankungen. Aber wenn wir sie natürlich gar nicht erst dazu kommen lassen, in irgendeiner Art und Weise hier aktiv zu werden, dann haben wir da auch nichts zu befürchten. So, einen letzten Raum noch. Dann haben wir die erste von den beiden Quests, die wir uns hier heute vorgenommen haben, auch schon abgeschlossen. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. So, das war sehr unproblematisch. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive on Harrod. Und hat mich auch gleich schon mal dran erinnert, warum ich die Lamia als Charakterklasse eigentlich ganz gerne mag. Denn ja, gut, das hat jetzt hier kaum was gebracht. Außer, dass wir halt den Level des Waldes ein bisschen weiter gemacht haben. Dafür haben wir natürlich hier uns gleich drei Seuchen auf einmal eingefangen. Das ist mies. Das ist schon, das ist so ein bisschen mies, ist das schon. Insipid and incurable. Krankheit und Seuche werfen ihren hässlichen Schatten auf das Dorf und mit ihm Panik. Im Dorf verbleibende Pestdoktorinnen erhalten eine Heldenstufe. Ich glaube, der einzige Pestdoktor, den wir haben, hat eh schon Stufe 6, ja. Aber trotzdem, danke für das Angebot. Den Sklaven können wir upgraden, ne? It is done. Turn yourself now to the condition of those poor devils who remain. Wunderbar. Wunderbar. So, dann schicken wir unsere Kranken. Mal direkt ins Sanatorium. Langeweile ist auch geil. Echt eine geile Erkrankung. Und dann würde ich mal hoffen, dass das jetzt für den Wald gereicht hat. Wunderbar. Wunderbar. Für die Möhreshöhle sollte Stufe 2 eigentlich auch reichen. Da können wir doch
Da kann man noch Fünfer mitnehmen, ne? Ja, er zum Beispiel. Da kann man vielleicht auch. Das sind leider alle Mittel hier. Sammle dreimal Relikt der Vorfahren, dann machen wir das. Machen wir das, steigern wir unsere Charaktere. Und haben die meisten haben echt schon Stufe 6, ne? Das ist eigentlich ziemlich geil. Ach, passt schon. Was soll schon großartig passieren? Nehmen wir Fackeln noch mit. Und ich habe wieder ignoriert, dass wir die Quest mit der Schildbrecherin machen wollten. Ne? Ich bin so doof. Naja, gut, so wichtig ist das letztendlich auch nicht. Recover these lost shipments of rarities, that we may prevent them from falling into even less scrupulous hands. So, dann gucken wir noch mal. Mit etwas Glück können wir das ja relativ zügig abschließen hier. Mit etwas Pech müssen wir das ganze Ding rennen. Das ist schon mal ein toller Start. So, bis jetzt ist es ja eh nur ein Pfad, den wir folgen können. Also bis jetzt konnten wir definitiv auch in unseren Entscheidungen noch nichts falsch machen. Kurio Quest. Und wir müssen also auf jeden Fall schon mal da oben ab. Da ist jetzt die Frage, müssen wir bis zum Ende? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Das Schöne ist, dass Räume mit Questgegenständen nicht zwangsläufig immer irgendeinen Kampf beinhalten. Das heißt, das erste Relikt kriegen wir jetzt vielleicht sogar schon kampflos. Jo, das sieht gut aus. Eine schwere Kiste mit furchtbaren Relikten aus entlegenen Teilen der Welt. A handsome reward. For a task well performed. Dann gucken wir hier den Gang gleich zu Ende an, würde ich sagen. Na. Ancient traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Triffst auch immer den gleichen, ne? Also das hat sich ja gelohnt. Gut, dass wir hier lang sind. Sonst hätten wir ja definitiv nochmal zurückkommen müssen hier. Ja? Ah, da sind wir schon durch. Können wir theoretisch noch eine Queste machen, wa? Einen von den Bossen zum Beispiel. Würde sich anbieten, dann ziehen wir das Tempo halt gehörig an. Weil, warum, letztendlich, warum nicht, ne? Wenn wir es können, dann können wir ruhig auch mal so ein bisschen Dampf machen. Wir wollen ja schließlich auch mal fertig werden. Great is the weapon that cuts on its own. Schön ist, der hat ja eh schon Dot drauf. Brauchen wir uns um den gar nicht mehr kümmern. Der ist tatsächlich schon erledigt, sobald er wieder rankommt. So. Gently. This is how a life is taken. Ja, komm, den brauchen wir nicht.
Tatsächlich brauchen wir eigentlich gar nichts mehr hier. Denn mit dem Betreten dieses Raumes haben wir das schon erledigt. Ah, will noch mal bemerken. Was ist das denn? Aber na gut. Dann macht jetzt hier noch mal mehr Stress von mir aus. Von hier aus können sie das ruhig machen. Nicht ganz die feine Englische, aber kann ich mitnehmen. Give them no quarter. Masterfully executed. 14 Schadenspunkte. Der ist am Arsch. Der ist sowas von am Arsch. Dann können wir noch ein bisschen unsere Sanity steigern. Unforeseen. Unforgiving. So, das kann weg. Das ganze Fuder kann weg. Die Fackeln können weg. Wealth beyond measure. Und tschüss. To the brave and the foolhardy alike. Ja, also ich muss sagen, das neue Pacing, was wir hier in diesen Folgen an den Tag legen, das hat ehrlich gesagt schon so ein bisschen was für sich, ja? Flums. 4 neue Stufe 6 Helden. Auch das hat ehrlich gesagt so ein bisschen was für sich. Ja, und natürlich hat wieder einer eine Krankheit. Wie sollte es denn bitte schön auch anders sein? Und a finely crafted instrument of butchery and bloodshed. Yours for the taking. So, ihr habt alle schon maximal. Ja, gibt eigentlich, ich habe niemanden, wo ich upgraden. Na, scheiße. Das ärgert dann schon ein bisschen. Wenn man dann tatsächlich so ein random Event kriegt, oder ich bin mir nicht mal sicher, ob es tatsächlich random ist oder ob es einfach was mit der Quest zu tun hat, die wir eben gerade abgeschlossen haben. Und dann können wir das nicht mal nutzen. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. So, mein lieber Stufe 2 Seraph, du bist entlassen. It is done. Turn yourself now to the condition of those poor devils who remain. Dann ist nämlich ein Stufe 3 Seraph. Finde ich viel besser. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich das finde. Weil bis jetzt hat mich der Seraph noch nicht so wirklich überzeugt. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Sag mir doch mal, was ich machen wollte. Ich wollte hier, glaube ich, sind unsere. In time, you will know the tragic extent of my failings. Hier sind unsere Quests aufgelistet. Da ist ja tatsächlich nicht mehr so viel. Eine Lamia, ein Seraph, Sisters und Sklave. Auf Stufe 6. Das sind die einzigen Charakterquests, die wir noch offen haben. Und das, finde ich, sagt schon einiges aus. Wumms, alles auf Stufe 7. So, machen wir jetzt den 16 Pfünder der Briganten oder entledigen wir uns noch der ertrunkenen Besatzung? Ich glaube, wir machen den hier. Und zwar wird er die geballte Macht unserer Truppe zu spüren bekommen. Ja, zwei Kreuzfahrer, das macht schon mal ordentlich Rums. Na
einen Okkultisten nehmen wir nochmal mit. Für noch mehr ordentlich rumzumachen. Die können die Eifern der Anklage tatsächlich von überall her machen. Dann machen wir das jetzt so. Ja, das ist jetzt eine ziemlich spezialisierte Truppe, die wir da auffahren. Aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Eager to end the tiresome domestic distraction, I instructed my newly formed militia of hardened bandits, brigands and killers to go forth and do their work. Compliance and order were restored, and the noisome population of the hamlet was culled to more manageable numbers. Also je mehr ich über den Vorfahren erfahre, desto weniger mag ich den. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. Ich vermute mal, dass wir ganz da hinten hin müssen. 70, 50 und 70. Gut, dann machst du das. Diese Truppe sollte eigentlich keine großen Probleme mit allem haben, was diese Karte uns so entgegenschmeißen könnte. Läuft. Nature herself, a victim to the spreading corruption, now formed with misintent. Denn wir haben drei Charaktere, die hier erstmal gegen alles vorgehen können. Die quasi die kompletten Reihen der Gegner angreifen können. Einer davon kann auch noch heilen. Schon ziemlich gut. Ja, Stress können wir auch heilen, also eigentlich. Gibt es keinen Grund, sich hier in irgendeiner Art und Weise zu beschweren. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Diese Truppe müsste rein theoretisch ordentlich was austeilen. Gnawing uncertainty. The birthplace of dread. A singular strike. Das war jetzt nicht so beeindruckend. Masterfully executed. Ich bin ja ein scheiß Voodoo immer, ne? Der geht mir auch so ein kleines bisschen auf den Sack. Es gab übrigens auch mal Zeiten, da habe ich richtig was auf den Aussätzigen gehalten, aber in letzter Zeit enttäuscht er mich mit seinen Leistungen eigentlich immer nur noch. In Radiance may we find victory. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Ui. Das war eine Ausbeute. Licht ist auch auf 100. Na dann. Gehen wir mal direkt weiter, wa? Und rennen in eine Falle, warum auch nicht? That such missteps are the exception and not the rule.
ordentlich Loot mit nach Hause bringen. Was ist denn das für ein Umhang? Ich glaube ja nicht, dass wir campen müssen. Spirits are lifted and purpose is made clear. Weicht der Sack auch noch aus, ey. Verdammt. Press this advantage. Give them no quarter. Nun, insgesamt, der hat ja auch uns nicht wirklich irgendwas entgegenzusetzen, ne? Wie viel Gifttauch bringt das? 6 Punkte. Confidence surges as the enemy crumbles. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Dass der Boss da nicht ist, habe ich mir schon fast gedacht. Das hätte mich ehrlich gesagt auch sehr überrascht. A fortune waiting to be spent. Und das nervt dann schon ein bisschen. Tut das Note, dass ich ausgerechnet so einen Idioten mitgebracht habe, der jede Leiche, die hier irgendwo auf dem Weg rumliegt, erstmal anfassen und untersuchen muss? Furchtbar. Habe ich bei dem verstörenden Totem schon herausgefunden, was man da am besten gegen macht? Logik diktiert Weihwasser. Das hat ja auch wunderbar funktioniert. Drei Kämpfe jetzt erstmal wieder hier. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Gut, dass wir die relativ schnell bewältigt kriegen hier alle. The match is struck. A blazing star is born. Ein rotes hatten wir noch nicht, ne? Das glaube ich neu. Eradicated. Und ich glaube, war es nicht so? Nein. Ich würde gerade sagen, ich glaube, die machen auch irgendwie mit jedem Hieb, dass die sich irgendwie vermehren oder sowas, aber anscheinend ja nicht. Oder vielleicht zumindest nicht mit jedem Hieb, oder das war nochmal ein anderes, eine andere Abart, die das macht. Vielleicht waren das auch die Kleinen, ich weiß es nicht. Die können sich ja zu so einem Großen zusammenschließen auch. Da erinnere ich mich noch dran. The light, the promise of safety. Die hatten wir lange nicht. Well struck. Vampire haben wir tatsächlich lange nicht in diesen Gefilden gesehen. Dass er nicht trifft, war eigentlich klar, oder? Aber für sowas haben wir unsere Kreuzfahrer mitgebracht. Ja. Dass die da in der Horde schon mal ein bisschen... Ach du Scheiße! Die sind ja völlig chancenlos hier. Und seine Heilung war schon mal besser, oder? Sich halt selber noch ein bisschen heilen. Passt schon.
Connection is broken. Maintain the offensive. Alles wieder unter Kontrolle hier. Ja, wow, das hat's jetzt gebracht. Na, wir sind ja bald da. Wir sind ja bald da, das sollte eigentlich doch alles relativ chillig ablaufen hier. Und da wartet nur noch einer, der wird eine Fluchtwolke machen, ja. Das machen die nämlich immer, wenn die da vorne stehen, das ist mir schon aufgefallen. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Wir müssen uns hier tatsächlich noch einen Kampf entgegenschmeißen, ja? Na gut, dann können wir ja noch mal campen. Das ist ja nicht das Problem. Dann haben wir das zumindest mal wieder gemacht, wisst ihr? Also heilen ist heute echt nicht so seins. Destroyed. Du wirst gerichtet. A trifling victory. But a victory nonetheless. Das war dämlich. Ausgerechnet das wegzuschmeißen, obwohl ich den blöden Baum ja am Bildschirmrad tatsächlich auch schon gesehen habe. A spark without kindling. It's a goal without hope. So, könnt ihr euch irgendwie buffen? Gibt es irgendwelche Buffs, die jetzt tatsächlich auch hilfreich wären? Machen wir es so. Immer noch 3 Punkte, unglaublich. Und dann gehen wir einmal unter Leute noch einen Buff hier. Nächtliche Überfälle haben wir auch vereitelt jetzt. Durch die eine Fähigkeit unseres Kreuzfahrers. Von daher können wir dann jetzt relativ unbesorgt bis zum Boss durchmarschieren. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir den auch knacken. So, Leute. Auf in die Schlacht. A marvel of technology. An engine of destruction. So, einfach immer draufhauen. A decisive pummeling. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Das war doch eigentlich schon mal eine ziemlich gute erste Runde. Genau so. Machen wir jetzt einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es einer stationären Kanone möglich ist, meine Attacke auszuweichen. Aber okay, das ist halt der Aussätzige. Da darf man nicht zu viel erwarten. A devastating blow. Precision and power. Oh, aber
Das ist eigentlich relativ chillig, was wir gerade abliefern. Das ist ein ganz eindeutiger Sieg für uns. Da brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen drüber machen. Eine Runde hat er noch und dann ist Schluss hier. Erstaunlich. So, und tschüss, Mann. A corpse of twisted metal and splintered wood. At home amongst the headstones. Anhänger, das ist also der Bauplan, der würde mich ja schon noch mal interessieren, aber das andere, da brauchen wir nicht wirklich mitnehmen. Und ein weiterer Boss ist gefallen, verbleiben noch zwei. Bevor wir uns dem Darkest Dungeon höchst selbst zuwenden werden. Die ertrunkene Besatzung. Und die Blutgräfin. Hat man als Belohnung gekriegt hier. Eine Haunting Scroll. Ein besonderer, sehr seltener Gegenstand, den nur die Sisters benutzen können. Erhöht Gifthauchfähigkeiten, Stressfähigkeiten werden erhöht, Blutenfähigkeiten werden gesenkt und Stressschaden bei Qual steigt astronomisch an. Dann haben wir noch eine Trophäe erhalten, das Streichholz des Zündermanns. Plus 2 Geschwindigkeit, plus 10% Schaden von Fernkampffähigkeiten und plus 6% kritische Trefferchance ebenfalls bei Fernkampffähigkeiten. Wumms. Ist der andere Kreuzfahrer gleich ebenfalls auf Heldenstufe 6 hochgeschnellt und natürlich haben wir wieder einen dabei, der sich eine Krankheit eingefangen hat. Wie denn auch sonst, ja? You answered the letter. Now, like me, you are a part of this place. Ein exkommunizierter Wahnsinniger reagiert auf die wachsende Seuche, wie er es für richtig hält. Angetrieben von seiner Überzeugung ist er erbarmungslos und geht seinem Gewerbe mit extremer Sorgfalt nach. Der Fanatiker verfolgt Gruppen mit infizierten Helden, was ja demnächst tatsächlich für uns überhaupt kein Problem mehr sein wird. Ich wage sogar die Behauptung aufzustellen, dass das jetzt schon überhaupt kein Problem mehr ist. Und hier immer mehr abgehakt. Wenn wir eigentlich nur unsere neuen Heldenklassen hier auf Stufe 6 hochpushen. Das ist was, das könnten wir theoretisch auch machen, indem wir sie mit ins Farmland nehmen oder irgendwie sowas in der Art. Noch was Neues zu bieten? Nein, nicht wirklich. Na gut. Dann war's das mit The Darkest Dungeon für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir den letzten Boss in den Meereshöhlen erledigen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.